Hey, Haley, was gibt's? All die Leute, denen du bei Brooklyn Visions geholfen hast, sie haben ein Dankesgeschenk für dich gemacht. Das ist lieb. Aber Spider-Man nimmt keine Geschenke an. Nur Umarmungen. Haha. Umarmungen sind super. Aber du wirst dieses Geschenk gebrauchen können. Schwing beim Dachgarten vorbei, wenn du Zeit hast. Tja, und somit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Spider-Man 2. Ja, diesmal hat die liebe Haley die Begrüßung hier gemacht. Ich wollte euch das nicht entgehen lassen, was sie hier gesagt hat. Ich weiß aber auch nicht, wo sie jetzt gesagt hat, wo ich hin soll. Zu irgendeinem Gebäude, irgendeinem Haus. Keine Ahnung, ich bin mir nicht mal sicher, was wir als nächstes tun werden. Ob wir vielleicht hier runtergehen und den letzten Marco-Kristall holen. Oder ob wir erstmal die Spidey-Hauptmission machen und uns den vielleicht ein bisschen aufsparen. Irgendwo sollen wir aber hin. Kann dir aber nicht sagen, wo. Ich schwinge einfach mal eine Runde. Nicht wundern, dass ich darüber gucke. Da ist mein Bildschirm, wo ich die Aufnahme sehe. Ich habe ein bisschen was an den Einstellungen geändert und wollte jetzt nur mal gucken, ob das hier auch flüssig aufgenommen wird. Davor war okay, aber ich war nicht ganz zufrieden. Ich bin da immer so ein bisschen sehr, sehr eigen. Oh, da ist ein Verbrechen. Schwingen wir da direkt mal rüber und gehen einfach mal davon aus, dass hier auch alles funktionieren wird. Nö. Und ich würde sagen, danach machen wir die Mission mit Spider-Man. Der Truck hat Ärger. Der Truck hat Ärger? Hey, ich soll hier Netze ausliefern. Ja, wenn sie haben. Der ist schon mal tot. Das war ja einfach. Habt ihr mal durchgezählt, wie viele andere Worte wir für Geld verwenden? Knete, Zaster, Moneten, Kohle. Echt interessant. Soll das ein Geldtransporter sein, oder was? Wahrscheinlich, ne? Steht da? Smith? Nee. Smythe International? Oder Smithy. Smithy International. Man weiß es nicht. Gut. Oh, wie schnell bin ich denn da rübergekommen? Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, zu welchem Gebäude ich soll, was Haley ihm gesagt hat. Ich würde sagen, wir tauschen jetzt einmal kurz den Charakter. Wechseln zu Peter. Denn die nächste Mission ist ja für ihn gedacht. Der ist hier auch prompt dabei. Los geht's, sagt er direkt. Und wir gehen hier rüber. Nehmen wir mal das Gebäude hier, machen Schnellreise. So, zackig. Gucken wir mal, was die Hauptmission zu bieten hat. Ja, ja. Ey, ey. So. Entschuldigung, der Gummel juckt. Hey! Hey, Pete! Sieh dir das an! Heftiger Typ. Alles okay? Mal sehen, was das Ding noch so kann. Was treibst du da? Wissenschaft, Kumpel. Ich betreibe Wissenschaft. Also, Spider-Man. Du sagst es MJ, aber nicht deinem besten Freund? Um dich zu schützen. Ich wollte... Klar. Ja, versteh schon. Und dein Schüler ist das... der andere? Ist viel passiert, als du in diesem Tank warst. Ich weiß. Glaub mir. Ganz vorsichtig.
ganz vorsichtig, Harry. Das war nicht vorsichtig. Ja. Ich mache uns mal Kaffee. Scheint eine lange Nacht zu werden. Verdammt! Aber schön, dass die beiden wieder zusammen lachen. Oh, noch schnell eine neue Grafikkarte reingebaut. Hat er versucht, mit den Venom-Fähigkeiten so zack, zack, feinarbeiten, eine Grafikkarte einbauen, Kompressor. Ach du Scheiße. Was zum Teufel ist hier passiert? Wir haben nur Experimente gespielt. Gemacht. Wo ist Dr. Connors? Er hat sich freigenommen? Nein. Er nimmt sich niemals frei. Ich gehe dann mal. Ja, ich rufe dich später an. Minimal auffällig. Ich meinte nicht, Ein Moment. Harry besitzt Superkräfte? Das geht alles so schnell. Warte. Was ist das? Hey Leute, ich empfange komische Signale vom Spider-Bot. Du auch? Genki, führst du irgendwelche Tests durch? Ich wollte euch gerade anrufen. Ein paar von denen haben das Netzwerk angepingt. Die benutzen seltsame Wireless-Protokolle. Ich sehe mir das an und sag Bescheid, was ich finde. Ich meinte nicht Kompressor, ich meinte Prozessor. Und eben gerade, als ich sagen wollte, dass ich nicht Kompressor meinte, sondern Prozessor, habe ich vergessen, dass ich sagen wollte, ich meinte Prozessor, nicht Kompressor. Ja, komplizierte Scheiße. Sieht scharf aus. Spider-Man 2099, Spider-Bot. Verstanden. Ich sehe mich nach Ihnen um. Schickt mir die Daten, wenn ihr sie habt. Ich versuche rauszufinden, von wem sie stammen. Stufe 27. Woo! Hey, lange Nacht. Hey, MJ. Harry und ich haben die ganze Nacht seinen Anzug getestet und Unmengen Pizza verdrückt. Es war toll. Genau wie früher. Also, ich muss es wissen. Was ist Harrys radioaktive Spinne? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist eine Art Exo-Anzug, der jede Spur seiner Krankheit vollständig auslöscht. Dr. Connors hat sich wirklich selbst übertroffen. Das ist unglaublich. Und kommt gerade recht, wenn man bedenkt, was im Park los war. Irgendwelche Hinweise, wo Tombstone jetzt ist? Noch nicht. Aber sobald ich was weiß, rufe ich dich zuerst an. Oh, du bist die Beste. Ja, ich weiß. Okay, was jetzt? Jeder kennt das Gefühl, ne? Wenn man so nach ein paar Jahren mal wieder mit seinem besten Freund oder mit jemandem, mit dem man wirklich, wirklich viel, viel Zeit verbracht hat und wirklich viele, viele tolle Tage hatte. Wenn man dann so nach ein paar Jahren wieder solche Momente erlebt, dann kommt immer alles von damals wieder hoch und die Welt scheint für einen Moment wieder total in Ordnung zu sein. Jeder oder ich vermute einfach mal, jeder kennt das. Jeder sollte dieses Gefühl irgendwie kennen. Das sind jetzt wahrscheinlich diese kleinen Spiders, ne? Spider-Bots. Howard scheint mich zu brauchen. Hoffentlich geht's ihm und Pidgey gut. Ach so, nee. Das ist eine Nebenmission. Gut. Oh, Verbrechen. Da schwingen wir natürlich direkt mal rüber. Killer-Roboter dürfen nicht frei herumlaufen. Killer-Roboter. Wer ist es? Spider-Man! Haustierbehörde. Oh, ich muss mich heilen. Ich kann mich nicht heilen. Bitte sei tot.
Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich gehe drauf. Ehrlich jetzt. Warum sucht nie jemand Nettes nach mir? Hey, Yuri! Ich habe die Anhänger der Flamme zu einer verlassenen Klinik in Chinatown verfolgt. Gemeinsam finden wir vielleicht ihren Boss. Damit du sie auch zum Sterben zurücklässt? Nur wenn es sein muss. Hör mal, diese Sekte muss gestoppt werden. Komm mit, dann geht's leichter, aber ohne dich geht's auch. Alles brennt. Wenn ich könnte ich sie im Auge behalten. Machen wir's, Spidey, keine Sorge. Kennen wir den nicht? Du dich zu uns setzen? Hatten wir nicht in den ersten Teil auch so einen Typen mit Tauben? Klar. Was brauchst du? Manchmal sitze ich einfach da und beobachte. Da kommt eine Fähre. Dort. Ja. Gehst du mit Pidgey an Bord? Die werde ich nicht nehmen. Die nächste dann. Ich liebte die Fähre. Es war, als ob ich in ein Abenteuer segeln würde. Howard? Siehst du das gelbe Boot? Unten schwarz? Kein übles Transportmittel. Ein Superboot. Wünschte, ich könnte mit der Hummel eine Runde drehen. Hey, Howard? Und damit über den ganzen Fluss fahren. Zu den drei Säulen. Einer uralten Stadt in den Wolken. Hä? Drei Säulen? Weiter rechts. Achte auf die roten Lichter. Ja, du meinst, diese drei Schornsteine? Wieso dort? Ich arbeitete 20 Jahre in der Fabrik. Wurde gefeuert. Und suchte nach dem Sinn. Und als meine Frau starb, nahm sie mein Herz mit sich. Aber meine Vögel haben mir das Fliegen wieder beigebracht. Besonders Pidgey. Tut mir so leid, Howard. Was kann ich tun? Ein letztes. Kannst du die Freiheitsstatue sehen? Sie ist ganz weit links. Ja. Ja, da ist sie. Pass auf. Was ist... Oh, wow. Der Schwarm. Ich brauche deine Hilfe, Spider-Man. Ich gehe endlich auf ein Abenteuer. Aber zuerst will ich meine Vögel freilassen. Sie sollen die Welt außerhalb der Stadt sehen. Es sind Tauben. Kannst du sie in den Norden bringen? An einen ruhigen Ort? Oh, ich weiß nicht. Howard, das ist deine Familie. Es wird Zeit. Pfeife mal. Ich krieg voll Gänsehaut. Gut, wenn du sicher bist. Auf geht's, Täubchen! Ich bin der Taubenflüsterer. Ich folge dem Ufer eine Weile, bis mir ein neues Zuhause einfällt. Die kommen wirklich mit. Ich bin Spider-Taube. Battery Park! Mit hübschen Denkmälern, die hier vollkacken können! Howard wollte aber, dass ihr die Welt seht! Wir suchen weiter! Auf zur Brooklyn Bridge. Cooler Moment. Die Aussicht ist grandios. Irgendwie ein cooler Moment, aber irgendwie habe ich auch gerade ein bisschen Angst. Denn auf so einen coolen Moment folgt meistens ein weniger cooler Moment. Im Normalfall sogar ein trauriger. Oder das Spiel will einfach nur so ein bisschen die Dings zeigen jetzt hier. Noch nicht richtig. Ein Jetstream. Dann lasst uns mal richtig fliegen. Warte, ich fliege aber falsch rum. Hey Pidgey, nee. Noch eine Fassrolle. Schön.
Was ist mit dem Waldgebiet in der Nähe von zu Hause? Harry und ich waren früher nach der Schule jeden Tag dort. Ich würde dahin ziehen, wenn ich ein Vogel wäre. Oh, wow, versuchen wir's. Eine Regatta. Sehen wir sie uns an. Keine Sorge, Vögel. Wir sind fast da. Oh, ich schaff den Weg nicht. So geht's wieder. Das ist wunderschön hier. Gefallen euch die Netzflügel? Toll, dass sogar Howards Tauben sie mögen. Hat immer viel Spaß gemacht, euch hinterher zu jagen. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, wo wir die hinbringen, aber Spidey wird das schon wissen. An einen ruhigen Ort bringen. Hallo. Hast du einen schönen Ort für meine Kleinen gefunden? Ich dachte da an einen Ort in Queens. Ein Fleckchen, wo ich oft mit einem Freund war. Jede Menge Platz für Pidgey und die Gang. Das klingt gut. Pidgey und die Gang. Nicht viele Leute haben mich hier gut behandelt. Jederzeit, Howard. Und du kannst sie besuchen. Mit dem Zug. Ich setze die Vögel ab und bin gleich zurück. Howard? Oh nein. Ich ahne Böses. Okay, hier ist es. Euer neues Zuhause. Pidgey, was das sagen? Okay, ich bin erledigt. Ich nehme den Zug zurück. Schön aufs Dach setzen. Er vermisst sie bestimmt schon. Oh nein. Ich wusste es. Howard? Oh, hey, Spider-Man. Hey, tut mir leid. Ein Freund von mir. Nimm alle Zeit, die du brauchst. Falls es hilft, er sah ganz friedlich aus. Ja, er erlebt endlich dieses Abenteuer mit seiner Frau. Ich wusste es. Keine Sorge, Howard. Der Schwarm ist frei. Ach, Mensch. Immer so traurig alles. Das Leben ist echt manchmal. Aber gut. Er möchte mit seiner Frau sein. Sei es ihm gegönnt, auch wenn er jetzt nicht mehr bei uns ist, aber kümmern wir uns um die Feuertypen. Hallo, liebe Leute, was gibt's Neues? Ich habe heute die wunderbarste E-Mail in meinem Postfach gefunden und muss sie einfach mit euch teilen. Erzähl. Hier steht: Liebe Danica, ich weiß, dass du im Moment nur über hochkarätige Stories berichtest, aber ich möchte trotzdem ein öffentliches Dankeschön in deiner Show loswerden. Ich bin an der BBA und hätte ohne die Hilfe von Spider-Man niemals eine 1 für mein Abschlussprojekt in Cinematografie bekommen. Ich war so dankbar, dass ich meinen neuen Hamster nach ihm benannt habe. Dass er sich trotz der schwierigen Lage Zeit für mich genommen hat, bedeutet mir viel. Manchmal schlagen auch kleine Taten große Wellen. Wenn du das hier liest, vielen Dank. Alles Liebe, Odyssey. Oh, Odyssey. Ich liebe solche Geschichten. Auf die kleinen Dinge kommt es an. Deswegen hier meine Aufgabe für euch alle. Toll, jetzt haben wir die Aufgabe verpasst. Sie hat ihr Hamster nach ihm benannt. Ich weiß, sie weiß nicht, wer Spider-Man ist, aber Miles der Hamster. Hamster Morales. Zum Glück konnte ich das beenden, bevor jemand verletzt wurde. Also jemand anderes. Oder Spider-Hamster. Hey Spin, ich hab was für euch. Begebt euch an diesen Ort. Felicia? Hey Felicia.
Ich habe über das von den Jägern geklaute Funkgerät etwas über die Stilgießerei in Williamsburg gehört. Klingt, als wäre Tombstone dort. Er könnte Hilfe gebrauchen. Danke! Zum Glück geht es dir gut. Hast du es nach Paris geschafft? Ja, das habe ich. Ich dachte, ich schulde dir was. Euch beiden. Auch wenn der andere Spider-Man sich nicht die Mühe machen konnte, aufzutauchen. Ja. Apropos... Spar dir die Erklärung. Wir sind beide drüber hinweg. Er ist übrigens einer von den Guten. Das stimmt. Danke für den Tipp. Ohne dich hätte ich Tombstone vielleicht nicht rechtzeitig gefunden. Ja, danke dir. Pass gut auf dich auf. Diese Modebanausen werden mich übrigens kein zweites Mal überrumpeln. Tada, Spinnen. Miles, das übernehme ich. Schreib du deinen Aufsatz. Aber was wenn... Wenn Lee da ist, kümmere ich mich um ihn. Spider-Man kann warten. Miles nicht. Na schön. Aber melde dich. Hoffentlich hatte Felicia recht. Ich muss zu Tombstone, bevor Kraven ihn von seiner Liste streicht. Erstmal müssen wir hier wieder ein paar Verbrecher auf die Fresse hauen. Ja, der war clever. So macht man das natürlich. Wieder die Achse wegbrechen und dann braucht ihr dringend eine Werkstatt, Freunde. So, jetzt würde ich aber ganz gerne mal hier dieses Feueremblem machen. Tja, schön, dass Felicia uns einen Tipp gegeben hat. Der bringt uns in der Story wahrscheinlich um einiges weiter. Helfen wir mal kurz Yuri. Ja, ganz unauffällig, die Flamme an der Tür. Ist sie reingegangen? Nein. Wie soll das funktionieren? Einfach zusammentun wie sonst, oder? Hallöchen. Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote. Und ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen? Wow, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Oh, oh. Spider-Man und Wraith können gemeinsam einen doppelten Takedown ausführen. Wenn Kultisten grün markiert sind, können sie gefahrlos ausgeschaltet werden. Links gehört mir. Ihr sollt nicht mehr lange warten müssen. Gut hinfahren. Woran erkennen wir Ihren Boss? Trotz Pizza. Finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Tun wir das. Der Aussteiger, den ich gerettet habe. Wenn er schlau ist, hat er den Start längst verlassen. Auf den machen sie bestimmt noch Jagd. Sie decken sich wirklich für irgendetwas ein. Die wollten Vorräte aus dem Krankenhaus stehlen. Ich glaube, sie sind noch nicht lange hier. Vielleicht höchstens einen Monat. Hier oben. Hierauf. Wir können hier lang. Ich weiß nicht, wo du meinst mit wir können hier lang, aber ich bin da. Hallo. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
so nicht. Ja, Puppe, ich weiß nicht, was du vorhast, aber könntest du es bitte machen? Hallo. Irgendwie möchte sie nicht. Ich lade nochmal. Vom letzten Kontrollpunkt. Woran erkennen wir ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Der Aussteiger, den ich gerettet habe. Wenn er schlau ist, hat er den Start längst verlassen. Ich glaube, die sind noch nicht lange hier. Vielleicht höchstens einen Monat. Hallo, irgendwas muss passieren. Hierauf, wir können hier lang. Ja, aber wie? Irgendwie hat das... Sie decken sich wirklich für irgendetwas ein. Die wollten Vorräte aus dem Krankenhaus stehlen. Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Na gut, pass auf. Ich werde die Folge hier einmal beenden, dann werde ich das Spiel einmal neu starten und dann sehen wir uns morgen direkt wieder. Ich hätte jetzt auch eigentlich weitergespielt, aber ich will jetzt nicht das Spiel neu starten und wieder und dann ne, bla bla. Also rausschneiden und das Ganze, deshalb sparen wir das. Die Folge ist eh fast zu Ende. Dann machen wir jetzt einen Cut, ich mache Schluss und wir sehen uns morgen ja schon direkt wieder. Freunde, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen zu einer frischen Folge Spider-Man 2, 16 Uhr. Ciao, ciao.